Musikalisch begann die Ausstellungseröffnung am 14. Internationalen Museumstag im Stadtmuseum Döbeln. Irische Klänge stimmten das Publikum auf Neuland zwischen Fantasie und Wirklichkeit ein. So heißt die neue Ausstellung in der Sonderetage im Stadtmuseum Döbeln. Auf die Künstlerin Susanne Starker stimmte die Gäste Karin Flade mit ihrer Laudatio ein. Die Nossener Künstlerin beschreibt sich selbst so. Ich bin sensibel, sage ich jetzt mal. Noch ein bisschen, habe das Kind in mir noch behalten, habe sehr viel Fantasie. Manchmal habe ich das Gefühl, noch mehr als meine Schüler an den Schulen, wo ich da unterrichte. Also ich habe mir so ein bisschen noch dieses Kindliche bewahrt, dieses, ich sag mal, Naive vielleicht. Gerade in der jetzigen Zeit, wo alles so ernst ist, wenn man die Zeitung aufschlägt, finde ich, ist es doch ganz wichtig, dass man nie alles so bierernst und so ganz, sag mal, dass man einfach dieses, naja, sag mal, dieses Kindliche auch in diesen Humor behalten sollte und auch Sachen mal, wo man darüber ein bisschen lächeln kann und ja, dass man einfach mal ein bisschen ausbricht aus dieser Welt. Dafür nimmt sie ihr Publikum mit zu einem Rundgang durch die Ausstellung Neuland. Die Malerin und Keramikerin präsentiert ihre Sicht auf die Dinge. Stilistisch legt sie sich dabei aber nicht fest. Weil es gibt ganz viele Sachen, die ich liebe, die mich noch interessieren. Ich sage immer, mein Leben reicht wahrscheinlich gar nicht aus, um all die Sachen auszuprobieren, die mich unwahrscheinlich noch reizen. Es sind auch ganz viele Sachen, die mich beeinflussen, ob das jetzt das Wetter ist, die Musik ist oder andere Künstler, die einen inspirieren, ob das Geschichten sind. Also kann ich mich eigentlich und will mich auch nicht festlegen. Es gibt ja Künstler, wo man genau sieht, ne, so ein roter Faden, das ist ein ganz typischer Punkt, 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 sage ich jetzt mal. Und das ist bei mir nicht und will ich auch noch nie. Also da fühle ich mich auch noch zu jung, um mich jetzt schon so festzulegen, weil es eben noch so viele Sachen gibt, die ich ausprobieren will. Die Gier am Ausprobieren und das Ausloten künstlerischer Möglichkeiten ist unbändig. Daran hatte ich starken Spaß. Eigentlich so jetzt die letzten Sachen, weil man da eben den Kopf freier bekommen hat. Und zum Beispiel im oberen Bereich jetzt die eine Plastik, halt dieses Rotkäppchen, wo man halt Ton mit Acryl verbindet und wo man halt eben, ja, eben dieses Augenzwinkern, das ist das mit diesem Humor. Also ich will jetzt nicht so ernste Sachen machen. Ihr Rüstzeug erwarb die gelernte Porzellanmalerin in der Porzellanmanufaktur Meißen und später als Restauratorin für Wand- und Deckenmalerei. 2005 besuchte sie die Sommerakademie der HFBK Dresden. Seit 2007 arbeitet sie freischaffend. Stilistisch festlegen will sich Susanne Starke nicht. Und weder Größe noch Material scheinen ihr Grenzen zu setzen. Also unbedingt, mich interessiert noch Bildhauerei, also mit Holz arbeiten. Das ist auch so ein, also Holz ist ein ganz tolles Material, wo man ganz viel machen kann. Das würde mich noch reizen. Und was ich ja wahnsinnig gern mache, ist ganz großformatig zu arbeiten. Aber ich sag mal, das ist dann immer so eine Sache mit dem Platz und verkauft sich natürlich auch schwerer. Ne? Man braucht auch die Räumlichkeiten. Das sind so Sachen. Und ein Ziel ist noch von mir, mal nach Worpswede, halt in die Künstlerkolonie. Das ist so, eben Paula Modersohn-Becker, bin ich ein ganz großer Fan davon, so mal diese Spuren mal zu recherchieren, auf deren Wegen zu gehen. Neuland, um ihre Kunst zu zeigen, ist für Susanne Starke auch Döbeln. Aber auch das betritt sie mit der ihr eigenen Leichtigkeit. Also ich habe mich sehr gefreut, dass auch für mich unbekannte Gesichter hierher gekommen sind, weil man kennt mich ja doch hier in dem Döbelner Raum nicht so. Das hat mich sehr gefreut, dass ich doch im Vorfeld die Interesse wecken konnte. Und mit der Frau Fuchs, ich habe es auch schon zum Oberbürgermeister gesagt, ein super tolles Team. Also die haben mich sehr, sehr unterstützt und auch beim Aufbau. Also kann ich nur sagen, danke. Also ganz tolle Leute, also sehr schön. Wer starkes Neuland zwischen Fantasie und Wirklichkeit betreten will, der hat dazu noch bis zum 7. Juni im Stadtmuseum Döbeln die Gelegenheit.